ich habe tatsächlich, seitdem ich aufgehört habe zu studieren, was inzwischen auch 16 Jahre her ist, kein einziges Stück mehr geschrieben, wo keine Elektronik dabei ist. Einfach, weil für mich die Verbindung von instrumentalem Klang und elektronischem Klang einfach immer sehr reizvoll ist, weil ich denke, das ist auch eine Ästhetik, die unsere Gegenwart durchzieht. Wir leben in einer derart digitalen Welt, dass es ein Gegenstand ist, mit dem wir uns künstlerisch auseinandersetzen müssen, beziehungsweise mich interessiert es sehr. Was ich versucht habe in dem Stück, ist, dass trotz der hauptsächlich instrumentalen Musik immer eine Art von, dass das Elektronische als Verweis, als Netz, als Folie immer noch vorhanden ist und als Bezugspunkt. Mein Schluss ist der Schluss des vorangegangenen Stückes. Das steht auch in der Partitur, dass man zweimal den Schluss des vorangegangenen Stückes spielen soll. Einmal besonders leise und einmal in Zeitlupe. Also immer das, was davor gespielt wird, wird mein Schluss. Das heißt, das Stück wird in jedes Programm subversiv, wie so ein Schimmelpilz, zieht das in jedes Programm ein.